Moin, ich bin Hakan vom Wir quatschen über Filme Podcast und bin froh und dankbar, auch Teil von Brownies Adventskalender sein zu dürfen. Ja, welchen Film ich mitgebracht habe, kann man unschwer hinten im Hintergrund erkennen. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, welchen Film ich nehmen soll. Und Alessandro, der auch bei uns bei WQF dabei ist, aber auch bei sein eigenes Format hat, auch auf YouTube Cinema Volante, hat mich dann bestärkt in der Wahl des Highlanders, weil Highlander halt ein Film ist, der mich seit sehr, sehr vielen Jahren begleitet, seit irgendwann in den 90ern. Also ich muss 10, 11 gewesen sein, vielleicht, ja doch, 10, 11 gewesen sein, als ich ihn erstmalig sah. Damals noch ja im Fernsehen und meine Mutter hatte vorab dann den gecheckt, ob ich den überhaupt noch sehen, ob ich ihn überhaupt sehen kann, ob der schon was für mich ist. Ja, im Fernsehen war er damals ja auch leicht gekürzt, deswegen war das dann seinerzeit dann doch möglich, dass ich diesen Film sehr früh entdeckt habe und ich so, wenn ich von meinen Gedankengängen gehe, das wohl der erste, sagen wir mal, Erwachsenenfilm ist, den ich dann in meiner Jugend gesehen habe. Auch sehr, sehr oft gesehen habe seinerzeit. Auch die Fernsehserie gesehen habe mit Adrian Paul damals und mich seinerzeit auch sehr gefragt habe, warum sie nicht Christopher Lambert wiedergenommen haben. Ja, es gibt viele Filme, es gibt viele Highlander-Filme, es ist ein riesen Franchise geworden und alle Filme bis auf den ersten sind scheiße. Also nicht gut oder mittelmäßig, sondern einfach scheiße. Also sogar in jungen Jahren den zweiten Teil, den ich dann gesehen habe, der ab 18 war und dann auch für mich dann ungewohnterweise Härten aufwies, die ich so nicht kannte. Auch das hat nichts dazu beigetragen, zu sagen, wow, cool, super Film, sondern die Story war damals schon für einen unter damals 13-Jährigen so schlecht, dass sogar ich dann mich gefragt habe, wieso ist Ramirez wieder da? Wie ist er eingeführt worden? Warum ist das jetzt alles so, wie es ist? Warum sind sie Außerirdische vom Planeten Zeist? Ah, ich will nicht mehr darüber reden. Aber kommen wir eher dazu, warum ich den ersten so liebe. Highlander ist von dem Australier Russell Mulcahy entsprechend regiert worden. Auch ein Wort von Alessandro. Director Russell Mulcahy hat vorher nur diesen unsäglichen Film gemacht, der einen Dinosaurier beinhaltet hat, aber wir wollen nicht über diese Filme reden, sondern wir reden jetzt über den Highlander. Es ist echt witzig, wenn man den Film im Original sieht, dann hat man mit Christopher Lambert einen Franzosen, der dadurch, dass er in New York geboren wurde, von den Produzenten natürlich, die Produzenten dachten natürlich, dass er der englischen Sprache mächtig sei, war er aber gar nicht. Und deswegen ist es so, dass wir einen Schotten hören und sehen, der einen sehr breiten französischen Slang hat und einen pseudo-schottischen Akzent haben. Dann haben wir mit Sean Connery, super Ikone natürlich, damals auch schon Legendenstatus, vor allem durch Bond, haben wir einen Schotten, der einen Ägypter spielt, der sich aber als Spanier ausgibt. So viel dazu. Und wir haben Clancy Brown als Bösewicht Kurgan, der hier sehr überzeichnet ist, sehr überzeichnet dargestellt wird. Aber trotzdem ist es so, dass dieser Film ist ein 80s-Werk, auf eine cheesige Art und Weise sehr, sehr viel Spaß macht und mir heute noch Spaß bringt. Ich habe ihn dieses Jahr sogar im Kino gesehen, weil die 4K-Aufführung jetzt war und habe den auch mit der Person im Kino gesehen, die mir diesen Film damals ja nahegebracht hat, nämlich meine Mutter. Ich habe mehrere Editionen. Ich hatte seinerzeit die VHS-Kassette, die habe ich dann irgendwann ausgemustert. Dann hatte ich die normale DVD. Die habe ich dann ausgemustert für die Steelbook-DVD. Wundervoll. Damals noch im 18er Flatschen. Dann kam die Blu-ray raus, die dann ab 16 runtergeratet war. Die hatte ich dann auch. Und jetzt habe ich mir ganz frisch das 4K-Steelbook geleistet. Mit DVD und 4K-Steelbook. Und auch im Kino hat den meiner Mutter und mir auch noch gut gefallen. Also die Story vom Highlander mal grob überrissen. Es geht um Conor McLeod vom Clan McLeod. Der Conor McLeod ist Schotte und
Er ist unsterblich. Er wird nämlich von einem Widersacher niedergestreckt und überlebt einen Hieb, den er hätte nicht überleben dürfen oder überlegen können. Wird deswegen aus seinem Dorf vertrieben und ist entsprechend dann im Exil und wird von einem Mentor, gespielt von Sean Connery, wie man ihn gerade im Hintergrund sieht, angeleitet, um die große Zusammenkunft zu überstehen. Denn es ist so, dass die Highlander, oder nein, es wird immer oft gesagt, nein, das ist Quatsch, er ist Highlander, dass diese Unsterblichen gegeneinander kämpfen müssen und sich dann den Kopf von den Schultern schlagen. Und der am Ende übrig bleibt, ist der eine, der den Preis gewinnt. Und das sollen ewige Mächte sein. Ja, sehr cheesy, spielt bis in unsere Gegenwart, also die damaligen 80er. Hat einen wundervollen, super Soundtrack von Queen, die nur ein, zwei Songs beisteuern sollten. Und dann, als sie diesen Film gesehen haben, den Rohschnitt, dann im Endeffekt ein ganzes Album, nämlich Kind of Magic, das ganze Album dreht sich um Highlander, beigesteuert haben. Und ich als riesen Queen-Fan hab dann natürlich dann die perfekte Synergie mit diesem 80s Fantasy, Action, Sci-Fi, whatever Mix und dem tollen Soundtrack von Highlander. Und ich meine, jeder, auch selbst der diesen Film nicht gesehen hat, kennt Who Wants to Live Forever von Queen. Ja, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt doch ein bisschen überzogen zu dem, was ich eigentlich machen wollte, wie auch immer. Wünsche euch schöne Feiertage und danke, Brownie, dass ich hier Teil des Ganzen sein durfte. Wir checken uns bei Wir quatschen über Filme. Ciao. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.